please. Guck mal bitte näher. Näher. Komm, ihr Lieben, komm. Das weltoffene Zwickau. Mal gucken, wie lange die weltoffen sind. Wir begrüßen auch die Presse. Hier ist gefüllt mit einem besonderen Stoff, ich wäre also vorsichtig. Ein Satz gesagt, der schon bemerkenswert ist. Sie sagte sinngemäß, dass man den Menschen, die da immer wieder demonstrieren, keinen Raum geben dürfe. Ja, wie ist da Ihr Demokratieverständnis, frage ich. Kann es sein, dass von Ihnen hier Hetze gegen andersdenkende und kritische Mitbürger betrieben wird? Ich möchte ein für alle Mal feststellen, dass wir hier alle die Mitte darstellen und auch aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Wir können Demokratie und Meinungsaustausch, Sie können es anscheinend nicht. Sie können Ihre Gesprächsbereitschaft bald zeigen und den Diskurs mit uns wagen. Jetzt genug mit diesem Wahnsinn, nach Berlin zu neuem Glück. Das Problem von diesem Virus ist die Spaltung der Gesellschaft. Und am Ende der Geschichte hängen wir alle in der gleichen Seilschaft. Wir haben Ängste, haben Sorgen, brauchen Liebe und Gemeinschaft. Lass uns miteinander leben. Dieser Freiheit. Ich war heute einkaufen in Freiburg, in mehreren Geschäften hier. Nichts. Ja.
Moment, wie es euch an. Zeig dich. Ja. Jens Spahn hat wieder mal eine Covid-Prognose rausgehauen, die wie so oft die Angst schüren soll. Bis zu 800er Inzidenz soll es geben und alle, die nicht geimpft oder genesen sind, werden an den vielen Toten, die es geben soll, schuld sein. Ah. Na also, da bleiben sich unsere Politiker treu mit ihren wertlosen Vorhersagen und dem schändlichen Umgang mit der Freiheit der Bürger. Hier sind sie im Vorbereiten, hier sind sie. Im Vorbereitet aber richtig haben gut. Haben Sie auch mal Leute gefragt, die wirklich an Corona erkrankt sind? Ja, haben wir ja, auch. Wo der sein muss. Ja. Da haben wir noch einen. Aber der Thorsten diskutiert immer noch, oder? Ja. Ach, da ist er. Hat dir die gefallen oder warum hast du dich festgebissen? Ja. 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 Ist es nicht. Also Hass und Hetzer. Also für uns ganz wichtig ist, wir brauchen natürlich den Meinungsaustausch, wenn es auch manchmal schwierig ist. Trotz allem wollen wir nicht mit Gewalt überzeugen, sondern wir sagen, was wir denken, bleiben standhaft und hören uns aber andere Meinungen an, weil es gibt immer mal was Neues und es gibt auch immer wieder Dinge, die überlegenswert sind. Und ich kann Menschen verstehen, die vielleicht hautnah das in der Familie erlebt haben, dass die damit Schwierigkeiten haben, andere zu verstehen, die sagen, nee. Wenn die das erlebt haben, ist es wirklich schwierig und man, ja, da kannst du ruhig Nein sagen, ist meine persönliche Meinung. Ja, aber die Influencer hatten wirkliche Influencer, die haben sich keine Sau gekümmert. Das ist richtig. Bei den 27.000 Toten, wann war es, 1918, ja, da hat kein Mensch danach gekräht, ja, das ist richtig. Deshalb ist es umso mehr verwunderlich, dass man sich auf einmal so viel Sorgen um gesunde Menschen macht. Ja. Ja, die Spaltung ist schon, aber die machen die Spaltung jetzt nicht mehr. Not for a minute.
Könnt ihr euch uns anschließen? Ihr dürft doch gerne mitgehen durch das weltoffene Zwickau. Uni! Seit dem letzten Mal ist es zu! Ja. Wir müssen unsere Zeiten ändern, dann ist es auch auf. Ja. Wir haben bestimmt auch schon kalte Getränke bereitgestellt. Beim Stellen auch sitzt eher warm. Und Notfall auch Tests. Weil da müssen wir jetzt mal das deswegen. Ich schicke euch eine Anfrage. Die wird schlecht zu schreiben. So, wir warten noch auf die letzten. Ach, die kommen mit der Box rüber. Auf die letzten Ungeimpften. Hallo, dass es am nächsten Tag Starkregen geben wird. Sie haben in der ganzen Republik kein funktionierendes Warnsystem. Hilfe, die von privat organisiert wurde, ist massiv behindert worden. Feuerwehren und andere Hilfsorganisationen wurden von den Verantwortlichen vor Ort weggeschickt, weil sie angeblich nicht gebraucht werden. Es gibt in vielen betroffenen Gebieten bis heute keine sanitären Einrichtungen und kein Wasser. Unterkünfte für die Betroffenen sind oft nicht vorhanden. Hilfen von nicht staatstreuen Helfern, also die nicht die linke Agenda vertreten, werden abgelehnt und von der Polizei mit Festnahmen oder Räumung bedroht. Und jetzt frage ich, sind wir in einem unterentwickelten Land oder sind wir die vielbeschworene tolle Wirtschaftsmacht, die auf der ganzen Welt als Vorbild gilt? Was oder wer ist hier zu blöd, unsere Menschen zu retten und ihnen sofortige angemessene Hilfe zur Verfügung zu stellen? Und dann zu allem Überfluss wird überall das Klima verantwortlich gemacht. Diese Agenda der Klimahysteriker ist wohl kaum noch glaubhaft zu vermitteln, wenn man sich einfach mal richtig informiert und nicht nur dem Mainstream Glauben schenkt. Schickt lieber die jungen und kräftigen Klimaschwurbler in die Krisengebiete und lasst sie dort mal so richtig anpacken und in der Scheiße wühlen, damit sie mal auf klare Gedanken kommen und lernen, dass man mit den Händen nicht nur Antifa und Fridays for Future Banner oder Handys halten kann. Lasst sie machen, lasst sie tun. Wir aber werden auch nicht ruhen. Auf Linke kannst du niemals bauen und auch nicht bei Gefahr vertrauen. Sie sind in einer anderen Welt und leben nur von unserem Geld. Ja. Ja. Stunde bis jetzt gehalten. Das ist unglaublich. Ich bin doch schon da. Thank you.
Nee.